Ich bin momentan ziemlich im Umzugsstress und wollte jetzt einfach mal ein paar Gedanken dazu loswerden. Beziehungsweise wie es einfach auch ist im Auslandsjahr mit Wohnung, Zimmer, Studio und dem ganzen Umzugszeug. Ich hoffe, ich kann euch in dem Video ein paar nützliche Ratschläge geben, um dass ihr nicht die gleichen Fehler macht, die ich auch gemacht habe, als ich hergekommen bin. Der erste Ratschlag, relativ einfach, packt nicht alles ein, was ihr denkt, dass ihr braucht. Also ihr braucht nicht 200 T-Shirts oder sowas. Und wenn man doch mal ein T-Shirt noch braucht, dann kann man sich das entweder bringen lassen, zuschicken lassen oder je nachdem. Die meisten fahren ja auch zwischendurch mal nach Hause während ihres Auslandsjahrs. Oder wenn es eben nicht anders geht, kann man sich auch mal ein neues T-Shirt kaufen. Aber ich habe den Fehler gemacht, ich bin schon mit viel Krempel, mit viel Zeugs, auch was ich nicht brauche, hergekommen und gehe mit noch viel mehr. Ich bin gerade total im Umziehen. Die Wohnung ist voll von Zeug. Ich habe zum Beispiel das hier alles. Ist meine Hausapotheke. Und da kommen wir auch schon zum zweiten Tipp. Ihr braucht keine so große Hausapotheke. Also ich habe gedacht, okay, ich muss etwas mitnehmen für Kopfschmerzen. Ich muss etwas mitnehmen für Magen-Darm-Beschwerden. Ich muss etwas mitnehmen für Husten, für Halsschmerzen. Ich brauche etwas gegen Fieber und so weiter, ne? Und natürlich habe ich auch gedacht, ich brauche eben super viele von meinen normalen Dauermedikamenten. Es ist eben so gewesen, dass ich dachte, dass ich hier nicht so häufig zum Arzt gehen kann, weil ich eben sonst immer meine Auslandskrankenversicherung beanspruchen muss und das ist relativ kompliziert, weil ich das vorher auslegen muss dann. Daher habe ich irgendwie für erstmal das erste halbe Jahr vorrätig quasi meine Medikamente mitgenommen. Und ich würde euch sagen, macht es nicht. Weil es kommt immer irgendwas Unvorhergesehenes, was man eben nicht so erahnt und dann ist es doch irgendwie eh anders. Zum Beispiel ist bei mir das Unvorhergesehene gewesen, dass ich jetzt gar keine Medikamente mehr brauche für mein Asthma, fürs Herz schon. Und deshalb habe ich jetzt umsonst irgendwie mein Dauermedikament da. Und habe mir auch umsonst vorher Gedanken gemacht und das nimmt auch Platz weg im Koffer und eben sowas. Und wenn man dann doch mal in die Apotheke muss, ist es auch nicht so schlimm. Ich meine, ich hätte dieses Zeug gegen, keine Ahnung, Durchfall oder Husten, Tropfen und ähnliches überhaupt nicht mitnehmen müssen. Ich habe das auch mitgenommen, weil ich dachte, okay, das kann ich mir nicht leisten, Dinge vorher auszulegen und das danach wieder zu kriegen. Aber so teuer ist es auch nicht. Ich denke, so 15 € oder so sollte man eh immer auf der hohen Kante haben, mindestens. Und jetzt habe ich das einfach so gemacht. Ich habe immer ein bisschen was auf dem Konto gelassen für unvorhergesehene Arztbesuche zum Beispiel oder unvorhersehbare Apothekenbesuche und das hat wirklich gut damit so geklappt. Ich bin gut damit gefahren. Und es ist besser, das so zu machen, als irgendwie super viel vorrätig zu haben, was man am Ende nur wieder zurück mitschleppt, weil man es einfach nicht braucht. Was ich auf jeden Fall auch nicht gebraucht hätte, wäre so viel Badzeug. Also ich habe auch natürlich schon mal ganz viel. Ich habe viel Make-up dabei gehabt. Dabei hätte ich das auch ganz minimalistisch halten können. Ich hätte einen Concealer, eine Wimperntusche und irgendwas für Augenbrauen und vielleicht noch einen Lipgloss, einen Pflegelippenstift oder ähnliches mitnehmen können. Aber
Anstattdessen habe ich super viel irgendwie mitgenommen, was ich absolut nicht brauche. Kommen wir zur Küche. Was ihr definitiv auch nicht braucht, ist irgendwelche Vorräte an Essen mitzunehmen. Natürlich ist es im Ausland unter Umständen teurer. Kommt eben drauf an, sowieso auch in welches Ausland ihr fahrt. Und hier in der Schweiz, wo ich bin, ist natürlich sowas wie Nudeln oder so teurer. Aber man gewöhnt sich eh an die Preise. Und das bringt überhaupt nichts, sich da Vorräte an Nudeln und Ähnlichem mitzunehmen oder sogar irgendwie anderweitig Vorräte, irgendwelche eingemachten Dinge im Glas oder sowas. Das bringt gar nichts. Außer man hat irgendwie hinterher einen Umzugswagen zur Verfügung. Und ich habe zum Beispiel auch generell den Fehler gemacht, in meinem Auslandsjahr hier zu viel zu kaufen. Ich war ein paar Mal shoppen, wo ich Kleidung geshoppt habe, deshalb habe ich jetzt auch zu viel Kleidung. Zudem habe ich mir zum Beispiel auch während meines Auslandsjahres ein neues Handy geholt, von meinem eigenen Geld natürlich. Habe mir auch diverse andere Dinge geholt, die einfach nicht, ja, das ist schön, sehr schön. Aber man muss immer vor jedem Kauf bedenken, möchte ich das wieder mit zurücknehmen? Das ist super viel oder das ist super groß oder ähnliches. Ich habe zum Beispiel jetzt hier eine Kaffeemaschine, wo ich nicht weiß, wohin damit. Ich werde die mitnehmen, ganz klar. Aber sie hätte nicht sein müssen. Es ist nicht überlebensnotwendig. Oder ich habe so eine Art Sessel geholt, der bläst sich selbst, oder nicht sich selbst, aber den kann man mit einer Luftpumpe einfach aufblasen und dann ist der 1,50 Meter groß oder so. Und der ist auch echt praktisch, aber jetzt kriege ich ihn nicht zurück in diese Box, die echt eigentlich nur 30 mal, also die hat eine Tiefe von ungefähr so und ist so hoch, ne? Und ich weiß nicht, wie ich das da wieder zurückkriegen soll. Also echt, mein größter Tipp ist, denkt immer daran, will ich das wieder mit zurücknehmen? Und wenn wir auch eben noch bei der Küche waren mit dem Vorratsschrank. Ich habe gedacht, es wäre eine gute Idee, wenn ich für mein Auslandsjahr so Campinggeschirr nehmen würde. Also ich habe 4 Plastikteller gehabt, 4 Plastikbecher und 4-mal Besteck. Schön und gut, ja. Aber ehrlich, nach einem Monat werdet ihr das so bereuen, Plastikgeschirr zu haben. Und in aller Regel, wenn man ein Auslandsjahr macht, hat man entweder eine Küche im eigenen Zimmer, die eingerichtet ist, oder man ist bei einer Gastfamilie, die hat auch Besteck und ähnliches. Oder man hat eine Gemeinschaftsküche irgendwo auf dem Gang, wo auch so Sachen wie Besteck drin sind. Generell mein Tipp wäre eh, dass ihr euch so gut wie möglich informiert bei dem Vermieter bzw. bei der Person, die sich darum kümmert. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Und ja, ich möchte auch eigentlich tatsächlich euch mit diesem Video nur ein paar Tipps auf den Weg geben, dass ihr gewappnet seid. Und mein nächster Tipp wäre zum Beispiel in puncto Bücher. Ich weiß, für die Leute, die viel und gerne lesen, wird das jetzt echt hart sein, aber Bücher sind echt unpraktisch im Auslandsjahr. Ich bin mit einem Buch gekommen und habe jetzt ungefähr 10 Bücher. Und ich habe ein paar Bücher irgendwie geschenkt bekommen und ein paar habe ich auch selbst gekauft. Aber das ist schwer, wenn man das wieder zurück mitnimmt. Und wenn man eben nicht das Glück hat, wie ich, dass man Freunde hat, die einem helfen beim Zurückumzug, dann hat man wirklich ein Problem. Weil ich habe hier jetzt 6 Umzugskisten zusätzlich, die ich nicht vorher hatte, als ich eingezogen bin. Und genau das wird reichen, hoffentlich. Aber ohne diese 6 Umzugskisten wäre ich komplett aufgeschmissen und ohne einen guten Freund, der ein Auto hat. Weil ich bin hierher gekommen, wurde von meiner Mutter gebracht, von meiner Mama. Und ich bin ohne diese Umzugskisten gekommen. Ich hatte
Ein Koffer, zwei Reisetaschen und einen Rucksack. Und das hat gereicht. Und das ist sowieso schon, das ist auch schon viel, wenn ihr mich fragt, ne? Aber nehmt echt, versucht euch, bevor ihr so ein Auslandsjahr macht, auf das Nötigste zu beschränken. Weil wenn ihr doch noch etwas brauchen solltet, was ihr wirklich vergessen habt, was wirklich wichtig ist, dann kriegt ihr es sowieso überall. Man ist ja nicht am anderen Ende der Welt, ne? Man ist vielleicht in einem anderen Land. Und selbst wenn es da ein bisschen teurer ist, dann ist es so. Dann ist das halt jetzt mal 2 Euro, 2 Franken, 2 Dollar oder wie auch immer teurer. Aber ihr solltet echt nur das mitnehmen, was wirklich, wirklich wichtig ist. In puncto Taschen, um Gottes Willen. Ich habe gedacht, ich brauche für jede Eventualität irgendwie eine Tasche. Ich habe 2 Handtaschen, 3, 4 Rucksäcke. Ich habe wirklich viel dabei. Und habe irgendwie nie daran gedacht, ich brauche einen großen Rucksack. Und vielleicht eine Handtasche, falls man mal weggeht. Ne? Und jetzt habe ich hier einen kleinen Rucksack, den ich eigentlich nicht zu so viel verwenden kann. Weil ich gern wandern gehe und da nutzt mir ein kleiner Rucksack nichts, weil da nicht mal eine Flasche reinpasst. Eine Handtasche, die unpraktisch ist einfach. Diverse Rucksäcke, die ich einfach nicht nutze, weil die entweder unpassend für die Situation sind oder zu klein sind oder ja, je nachdem. Also eigentlich braucht man nur einen großen Rucksack und eine Handtasche vielleicht, falls man wirklich mal weggehen sollte. Wirklich die Quintessenz ist, nehmt minimalistisch so wenig wie möglich mit, weil es immer so sein wird, dass man doch noch irgendwas kauft oder doch noch irgendwas geschenkt bekommt oder beides. Und vielleicht, dass man noch eine Reisetasche mehr mitnimmt, als man braucht. Also dass man quasi, wenn ich jetzt zum Beispiel nur einen Rucksack, nicht einen Rucksack, einen Koffer oder sowas brauche für meine Sachen, dass ich dann noch eine Reisetasche zusätzlich mitnehme für die Rückfahrt, weil man braucht immer noch irgendein Gepäck, also ungefähr ein Gepäckstück mehr braucht man mindestens. Weil ich glaube, ich kenne niemanden, der mit weniger zurückgegangen ist, als er gekommen ist. Man holt dann ja auch noch wahrscheinlich noch Souvenirs oder so für die Familie, für die Freunde und ähnliches. Ich muss auch noch Souvenirs kaufen, weil es gibt Leute, die haben mir schon Aufträge gegeben. So und so viel Schokolade will ich haben, davon will ich was haben, davon. Und echt, da, ja, ist eigentlich einfach nur die Quintessenz von diesem Video. Kauft wenig und damit ihr nicht so endet wie ich. Wirklich, wenn ihr das hier seht, das ist ein heilloses Durcheinander. Mein Zimmer und ich schäme mich und deshalb zeige ich es euch auch nicht. Damit sind wir am Ende von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald!